Ja, schönen guten Tag. Willkommen bei P9 Live. Wir sprechen heute über Berlin, Stadt der Zukunft. Ich begrüße ganz herzlich Michael Melter. Hallo. Das ist unser Sprecher für, jetzt habe ich es wieder vergessen, sag's. Landesbeauftragter für ÖPNV und Verkehr. Genau, unser Landesbeauftragter für ÖPNV und Verkehr ist das. Und wir sprechen über Stadt der Zukunft, ökosozialen Stadtumbau, unter anderem auch umlagefinanzierter öffentlicher Nahverkehr. Michael, ökosozialer Stadtumbau, was bedeutet das eigentlich? Ja, ich kann ganz kurz vielleicht mal die Geschichte dazu erzählen. Wir haben angefangen im Squad, wo du ja auch von Anfang an dabei warst, und haben uns überlegt, fahrscheinloser Verkehr, ticketloser Verkehr, ist ja alles gut und schön, wollen wir als Piraten, haben wir ein Programm, aber ist ein bisschen kurz gegriffen, dazu gehört eine ganze Menge mehr. Und dann haben wir gesagt, okay, umlagefinanziert kam ja über eine Liquid-Ini dann später dazu. Und dann haben wir gesagt, das Ganze muss in ein Gesamtkonzept gegossen werden, wo man einfach sagt so, okay, was sind die Bestandteile einer modernen Stadt, wenn wir voraussetzen, dass in Zukunft Öl knapp wird, wenn wir voraussetzen, dass viele Menschen weniger Geld verdienen werden, dass es viele ältere Menschen geben wird, viele, die keine soziale Teilhabe mehr haben, und haben gesagt, das setzen wir in ein ganz großes neues Konzept rein, nehmen uns als Beispiel dann halt Frankreich oder Belgien, die Modellversuche in ähnlichen Konzepten gemacht haben, und bauen und basteln das auf Berlin um und versuchen dann im zweiten Schritt ein bundesweites Konzept zu erarbeiten, im Team und in enger Vernetzung mit anderen Piraten. Konkret heißt das, wir fordern den fahrscheinlosen Verkehr, umlagefinanziert. Die einzelnen Modelle stelle ich dann später nochmal vor, ja, wie wir das finanzieren. Das heißt, dass wir soziale Teilhabe für Menschen haben wollen, jeder Altersgruppe, in jeder Kategorie. Wir wollen Barrierefreiheit. Barrierefreiheit nicht nur im Sinne, dass wir sagen, das soll für Behinderte, für Mütter mit Kinderwagen, es soll einfach für alle barrierefrei sein, und zwar finanziell, technisch, eben durch die Zuwegigkeit, durch bessere Verbindungen, Verknüpfung, durch Open Data, eine intelligente Verknüpfung, da komme ich dann später auch nochmal zu, und eben mit einem Stadtumbau in dem Sinne, dass wir mit einem guten, ausgebauten ÖPNV, mit einem tollen Verkehrsnetz, dann natürlich auch den MIV, ich weiß, die Frage kommt ja jetzt. Ja, was ist MIV, habe ja, ich eben schon gefragt. Genau, das ist motorisierter Individualverkehr, das ist so ein Standardbegriff aus der Verkehrsbranche, wo man sagt, der MIV, einfach ganz kurz gesagt. Das sind halt alle die, die sich in ihr Auto setzen, auf ihr Motorrad setzen und einen Motor haben, deshalb motorisiert, und in der Stadt rumfahren, was in den meisten Städten leider noch die Mehrheit ist. Ja. Aber genau das, und das sind wir da beim Thema ökosozial, ist ja das, was unsere Umwelt belastet, was den Parkraum knapp macht, was die Emissionen steigen lässt und so weiter und so fort. Und die Lärmbelastung, die Staubbelastung, Feinstaubbelastung ist eben hoch, und das wollen wir auch quasi durch eine Änderung Stadtumbau dann so verbessern, dass wir sagen, wir machen den Raum für den einzelnen MIV-Bereich kleiner, den Raum für den ÖPNV größer, aber auch für Fußgänger und für Fahrradfahrer, und haben dadurch natürlich insgesamt mehr Platz für alle. Die Lebensqualität steigt. Ja. Es gibt ja auch ganz weitreichende Ziele. Wir wollen ja nicht nur, so habe ich es verstanden, sagen, okay, es ist bequem und schön, wir möchten für Lau den öffentlichen Nahverkehr für die Piraten machen, ja, keine Fahrscheine mehr bezahlen, ist ja schön bequem. Das ist es ja nicht alleine, sondern es hat ja viel größere Effekte. Das hat ja auch Effekte auf das ganze Stadtbild. Wenn ich überlege, Stadt der Zukunft, wenn man sich so ein bisschen visionär das vorstellt, wie stellt man sich das denn vor, wie man demnächst in Berlin unterwegs sein wird? Ja, gute Frage. Das ist, man hat natürlich wirklich, wie du sagst, Visionen, die sicherlich kurzfristig nicht erreichbar sind. Wenn wir es aber mal komprimieren wollen, dann kann ich mir das so vorstellen, haben wir auch schon mehrmals nächtelang darüber diskutiert, dass du einfach ein gut funktionierendes Netz von Straßenbahnen, U-Bahnen, Bussen und so hast, also das, was wir jetzt haben, ausgebaut. Wir haben Knotenpunkte, die wir jetzt noch nicht haben, wo du Fahrradstationen hast, nach Kopenhagener Modell, die dann halt, oder nach Wiener Modell. Es gibt den Fachbegriff Copenhagenize, wo du zum Beispiel in der Stadt, die dänische Hauptstadt hat 1000 Fahrradstationen, wo man kostenlos, in dem Sinne wirklich für alle umlagefinanziert, aber für die Touristen kostenlos, gegen einen kleinen Pfand das Fahrrad ausleiht und an jedem anderen beliebigen
richtigen Punkt wieder abgeben kann. Und ich kann mir das auch in Zukunft mit Gehhilfen vorstellen und mit anderen Sachen, die einfach kurzfristig da verfügbar sind, wo man einfach Subzentren schafft, wo kurze Wege für alle in den Kiezen da sind, wo dann aber auch der Platz, zum Beispiel im Sinne von Shared Spaces, kommen wir nachher auch nochmal zu, oder soll ich jetzt später, ne? Wo wir einfach einen Raum für alle Teilnehmer haben, der quasi einen Marktcharakter wieder hat. Das heißt, im Grunde genommen, die Stadt der Zukunft übernimmt Elemente aus den alten Städten, ein konzentriertes urbanes Leben an bestimmten großen Plätzen, wo du dich gut versorgen kannst, wo du eigentlich auch zu Fuß unterwegs sein kannst und nur für die längeren Strecken dann halt diese Fahrradmöglichkeiten hast, diese Rollatormöglichkeit oder eben in andere Verkehrsmittel barrierefrei umsteigen kannst. Und dann ist es halt auch wichtig, dass wir die Straßen kleiner bauen, sagte ich eben schon, also die Verkehrsfläche für den MIV, aber dann mehr Platz haben. Das heißt, überall ist mehr Sicherheit, weniger Unfälle. Ein Teil des Konzeptes könnte zum Beispiel sein, ich weiß, da kommen jetzt wieder die Stimmen, Tempolimits in der Stadt generell 30 und nur an Hauptstraßen 50 oder 70. De facto, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, ist es schon die Realgeschwindigkeit, die wir haben. Wir brauchen dann aber kaum mehr Ampeln, da sparen wir auch wieder Geld. Wir haben sorgenfreies, nachdenkloses Umsteigen, weil wir keine verschiedenen Tickets brauchen. Wir müssen uns über komplizierte Tarifsysteme keine Gedanken mehr machen. Und wir haben einfach mehr Raum für Kommunikation, für Miteinander und auch einfach zu Muße kommen. Mhm. Das ist ein wichtiger Effekt für die Zukunftsstadt, die dann im zweiten Schritt bauliche Maßnahmen bedeutet, die dann auch heißen, wir hatten jetzt die verrückte Idee, Stefan bei uns aus der Gruppe sagte, die Karl-Marx-Allee zum Beispiel als Parkanlage, komplett befreit von Autoverkehr, könnte eine Vision sein, wo man dann halt eine gute Nahverkehrsversorgung hat. Das ist natürlich ein bisschen auch eine Spinnerei, aber eine sehr sympathische Spinnerei, finde ich. Und ich denke, durch die größeren Platzangebote zieht es auch mehr Touristen an, mehr Familien, die dann die Lebensqualität auch in der Stadt wieder hochfinden. Und ich glaube, das ist ein tolles Miteinander dann, weil dann auch die kleinen Geschäfte wieder besser überleben. Ja, im Moment ist es ja so in Berlin, wenn man durch die Straßen geht, der MIV hat natürlich Vorrang, der motorisierte Individualverkehr. Die Stadt wird älter. Die Stadt soll eigentlich für Familien, für Kinder, für alle Generationen lebbar sein. Und wenn ich mir so anschaue, wie man gerade in der Innenstadt unterwegs ist, die Ampelschaltungen für Fußgänger, wie die sind, wie lange man warten muss, wenn man wirklich sicher unterwegs sein möchte. Ich glaube, das ist auch ein großer Aspekt der Sicherheit und der Freiheit und sich nicht mehr Gedanken und Sorgen machen müssen. Mhm. Ja, das sehe ich auch so, weil man muss ja dann auch weiterdenken, wenn du dann diese Tempolimits generell hast und weniger Autos in der Straße stehen. Einen wichtigen Aspekt haben wir vergessen, Carsharing. Für die jüngeren Leute ist es ja heute gar nicht mehr wichtig, das Statussymbol Auto zu haben. Es gibt ja auch ein paar von den Älteren wie mich, die das auch nicht mehr wichtig finden. Und wo man einfach sagen kann, an diesen Stationen, die ich eben erwähnte, kann man auch Carsharing haben, und zwar mit E-Cars, also E-Autos. Wir sind uns noch nicht ganz einig, wie wir es jetzt insgesamt nennen wollen. Das führt dazu, und dann kommen wir wieder auf deine Raumsache zurück, dass wir weniger Platz für Parkflächen brauchen, für Parkflächen für Autos, und dadurch mehr Platz für Menschen haben, wo wir einfach sagen können, warum nicht irgendwelche verrückten Ideen auf den neu geschaffenen Freiflächen in der Stadt schaffen, Abenteuer, Spielplätze nicht für Kleinkinder. Friedrichshain ist ja überpflastert von Kleinkinderspielplätzen und für Jugendliche gibt es gar nichts. Mhm. Aber wo man einfach sagt, man lebt wieder mehr auf der Straße wie früher. Man hat im Sommer viel mehr Leben in einer bunten Stadt wie Berlin, wo es einfach Möglichkeiten gibt, miteinander zu sein und das auch auszuleben. Wie du auch schon sagtest, für Ältere, Berlin ist in manchen Stadtteilen wie Friedrichshain, Prenzlauer Berg sehr jung, in anderen Stadtteilen sehr alt. Mhm. Und das dürfen wir auch nicht vergessen in Zukunft, dass es immer eine bunte Mischung geben wird und dass wir für alle eben auch Raum und Platz haben wollen. Und Mobilität ist einer der menschlichen Eigenschaften, die wir, glaube ich, immer brauchen, weil Menschen sind immer gewandert, wollten sich immer bewegen und immer in der Kombination mit ihrer Höhle. Und dann halt aber trotzdem raus ins bunte Leben und auch reisen können. Und ich finde, das sollte eins der Grundrechte sein. Mhm.
Jetzt komme ich mal zu einem Thema, was die Piraten immer gefragt werden. Ihr seid ja ganz toll, habt ganz super Ideen, aber habt ihr euch mal vorgestellt, wie teuer das wird? Wer soll das bezahlen? Na klar, haben wir uns Gedanken drüber gemacht. Keine Idee ohne eine solide Berechnung, also keine gute Idee. Man muss natürlich auch bestimmte Ideen überhöhen, um letztendlich irgendwann auf einen Fokus zu kommen, der machbar ist. Wenn du sie nicht überhöhst und den Standard zu klein ansetzt, dann taugt es nichts. Das haben alle Ideen in der Vergangenheit gezeigt. Das heißt, wir greifen bewusst hoch mit bestimmten Sachen, um halt bestimmte Ziele erreichen zu können. Und wir haben Rechenmodelle in Arbeit, die sind schon ziemlich weit fortgeschritten. Aber ich kann schon mal so andeuten, es gibt verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten. Ja, ich wollte nur nachfragen, zum Beispiel, wenn wir jetzt anfangen mit dem Projekt Fahrscheinlos, umlagefinanziert, dem wichtigen Aspekt des ökosozialen Stadtumbaus. Wie soll das denn finanziert werden? Ich habe so gehört, dass die Fahrscheineinnahmen wirklich 7 Millionen im Jahr sind von der BVG. Wo soll das Geld denn herkommen? 750 Millionen. 750 Millionen, Entschuldigung, schon wieder. Immer diese Versprecher mit diesem Fahrschein, das scheint den Piraten im Blut zu liegen. Ja. Das macht nichts. Wir haben im Moment einen Umsatz von 1,5 Milliarden über die BVG. Die S-Bahn kommt noch dazu. Und wir haben natürlich überlegt, wie kann man das gegenrechnen. Wenn wir davon sagen, also der Wert liegt also ungefähr bei 50% der Fahrschein finanziert ist. Die andere Hälfte wird über öffentliche Steuergelder zugeschossen, über Werbeeinnahmen, über andere Strukturen, die wir gerade versuchen aufzubrechen durch Transparenz, die aber nicht immer durchschaubar sind, weil wir haben uns die Geschäftsberichte angeschaut und da sind so einige Quellen, wo wir sagen können, da müssten wir eigentlich mal genauer in die Tiefe gehen und schauen, was sich hinter diesen Posten verbirgt. So haben wir zum Beispiel herausgefunden, dass die Fahrscheinautomatenpflege und Wartung und die Bestückung durch outgesourcete Firmen wahrscheinlich über 100 Millionen Euro kostet im Jahr. Im Jahr? Im Jahr. Mhm. Ne? Also über 100 Millionen, das muss man sich vorstellen. Dabei sind aber nur 20-25% der Tickets im Automatenverkauf. Die anderen sind Abos oder werden an Verkehrsstellen, also mit Personenbedienung gekauft und so. Das ist also schon auch ein großer Unterschied. Das könnte man einsparen mit diesen Sachen. Das sind schon mal 100 Millionen. Dann gibt es ja die viel diskutierte Sache mit der Citytax. Ich weiß, da kommen wir mit anderen ins Gehege. Die Kultur sagt auch zu Recht, wir möchten auch was haben, kann ich verstehen. Kultur ist wichtig, aber sie finanziert sich größtenteils ja auch schon irgendwo selbst über bestimmte Bereiche, über Zuschusstöpfe, die auch berechtigt bleiben sollen. Aber der ÖPNV kommt ja doch mehr Menschen zugute. Und da müssen wir schon auch das große Ganze im Auge haben, dass die Kulturzuschüsse, wenn man sie daraus speisen würde, nicht so viel nutzen würden, wenn die Menschen kein Geld haben, zu diesen Orten zu kommen. Und wenn man den entsprechenden Umbau, Barrierefreiheit nicht herstellt. Also wir fordern deshalb auch, dass wir sagen, die Citytax, die über die Hotels einbehalten werden soll, die könnten Beitrag dazu leisten. In Berlin konkret, wir haben 22 Millionen Touristen im Jahr, die gemeldet sind. Wir haben 25 Millionen Privattouristen. Die Touristen, die aus dem Hotel in die Stadt bewohnen bzw. hier ihre Ausflüge unternehmen, die könnten zum Beispiel mit dem Tagessatz in Anführungszeichen besteuert werden. Das wäre dann 6,80 Euro oder 7 Euro. Die würden dann von den Hotels 3 Monate als Modell zum Beispiel einbehalten werden können und würden dann vierteljährlich überwiesen. Ja, im Moment ist es ja auch so, dass die Touristen für so eine Tageskarte doch auch 7 Euro und bezahlen. Genau. Die würden also nicht höher belastet als jetzt. Genau. Nur anders. Genau. Das ist gut, dass du das so sagst, weil manche sagen, oh, man kann doch Touristen nicht mit 7 Euro besteuern, das ist doch viel zu viel. De facto kaufen die sich jetzt diese Tickets und kaufen oft, weil sie diese Kombi-Tickets nicht verstehen mit den Museumsermäßigungen, weil es zu kompliziert formuliert ist, dann auch noch die teuren Museumseintritte dazu. Und das ist halt eine Sache, wo wir sagen, das muss vereinfacht werden. Wir wollen ja auch keine große Verwaltung haben. Wir wollen das da auch sparen und diese Leute lieber in den Service stecken und in die Sicherheit. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und an die 22 Millionen Privattouristen kann man auch ran. Da haben nämlich manche gesagt, ja, und das zahlen dann alles die Berliner und die Touristen und die privat kommen, die kriegen alles für lau. Ist doch ungerecht. Ja, ist es. Aber die kommen ja auch irgendwo hierher. Und dann kann man auch da über 2 Kostenfaktoren rankommen. Einerseits, wenn Sie mit dem Auto kommen, war eine andere Idee die Citytax,
Die City Maut, Entschuldigung, nicht durcheinander schmeißen, jetzt ist es mir. Die City Maut halte ich persönlich aber für ungerecht, weil sie schafft auch eine soziale Segregation. In England weiß man das, London kostet eine Einfahrt 10 Pfund. Reiche Leute fahren mit ihren dicken Autos, die die Umwelt verpesten, dann in die Stadt rein, können sich das leisten und schlagen das auf die Preise für die Armen oder für den Mittelstand auf, und die anderen kommen nicht rein, müssen bis zu einer bestimmten Zone fahren und kaufen sich dann ein teures U-Bahn-Ticket. Das ist also nicht die Idee, die ich mir unter Barrierefreiheit vorstelle. Ne? Aber dieses Gesamtkonzept muss man schon auch in einzelnen Bausteinen sehen, die wir natürlich auch als Piraten, werden alles Liquid Feedback Inis, die werden jetzt demnächst auch eingestellt, sodass wir da also für uns auch ein Konzept aussuchen können, was passt genau für jede einzelne Region ist. Weil Berlin wird andere Vorausgaben haben als Bayern beispielsweise und als Nordrhein-Westfalen. Und wenn du hier zum Beispiel zurück auf das Ursprungsthema mit den Touristen, wenn du dann halt mit dem Auto reinkommst, hast du Parkraumbewirtschaftung, die kann dann auch in den ÖPNV zur Finanzierung beitragen. Oder du kommst mit der Deutschen Bundesbahn und dann zahlst du auch einen bestimmten Anteil, kriegst aber automatisch ein Ticket, weil nämlich die Bundesbahn jetzt das System schon hat. Wenn du ein normales Ticket kaufst, kannst du ja am selben Tag damit zielgenau fahren. Das kann man splitten und dann sagen, wir können damit den ganzen Tag fahren oder die ganzen Tage, wo man dann da ist. Ja, man kann sich auch mehr vorstellen. Man kann sich auch vorstellen, dass Flugtickets genauso auch berechtigen, zum ÖPNV teilzunehmen. Jetzt hast du erzählt, es gibt Touristen, City-Tax, City-Maut, nicht so Parkraumbewirtschaftung. Einen großen Aspekt hast du ausgelassen bis jetzt, und zwar wurde diskutiert, Umlage finanziert. Welche Umlagen kann man denn erheben und von wem? Ja, das ist ein großes Thema, wo wir auch noch juristische Hilfe brauchen. Eine unserer Ideen war dann zum Beispiel, über die Grundsteuer B ranzugehen. Jeder Bürger in Deutschland zahlt eine Grundsteuer. Entweder als Eigentümer, wenn man Eigentum besitzt für sein Haus, dann bezahlt man das halt, um halt den Staat da auch Gelder zukommen zu lassen, die nicht zweckgebunden sind, muss man auch dazu sagen. Und da müssen wir halt auch ansetzen. Die Grundsteuer B ist in Berlin zum Beispiel im Durchschnitt 240 Euro für den Bürger pro Jahr. Das wird bei Mietern über die Miete umgelegt. Und dann haben einige gesagt, wenn wir die erhöhen, unser Modell ist ja zum Beispiel auch, die Grundsteuer zu erhöhen, dann werden auch die Mieter stärker belastet. Ja, das stimmt, aber die unteren Bereiche werden ja eh entweder durch das BGE oder durch SGB II, also Hartz IV, dann unterstützt. Das heißt, die trifft es nicht, und die Niedrigverdiener kriegen es über das Wohngeld bis zu einer Höhe von 1.300 Euro auch erstattet. Das heißt also, da ist gewährleistet, dass wenn wir die Grundsteuer B erhöhen, dann halt trotzdem eine große Einnahmequelle hätten. In Berlin, haben wir eben ausgerechnet, wären das eben genau diese 750 Millionen, die wir bisher durch den Ticketverkauf haben. Und letztendlich muss man ja auch sagen, jetzt zahlst du 79 oder 77 Euro das Monatsticket. Das Monatsticket, genau. Ja. Und das fällt ja weg. Und wenn du das umrechnest, wird es letztendlich preiswerter. Und das ist ja das, was wir gar nicht glauben konnten. 15 Euro, 20 Euro höchstens im Monat für ein Ticket, ja. Ja, also schon ein bisschen mehr, weil wir müssen, da komme ich nachher noch zu, wir müssen ja Rücklagen bilden. Und wir brauchen mehr Rollmaterial bei höherer Nutzung und wir brauchen auch Geld für den Ausbau, ganz klar. Also wir kämen Pi mal Daumen auf 40 Euro im Monat, dafür muss keiner mehr ein Ticket kaufen. Das ist also schon für die allermeisten preiswerter, und unter 18-Jährige haben wir gar nicht berücksichtigt. Ja, aber nun kommen bestimmt Menschen auf uns zu, die sagen, ÖPNV schön und gut, aber warum muss ich das bezahlen, wenn ich es gar nicht benutze? Ich benutze mein Auto, ich benutze mein Motorrad, ich gehe zu Fuß. Warum muss ich ÖPNV bezahlen? Über meine Grundsteuer. Also jetzt reicht's aber. Was wollen die Piraten denn? Also ich kann mir vorstellen, dass da sehr viele Menschen sich empören werden und das erstmal so nicht verstehen. Ja, hast du recht. Das wird kommen. Aber dann kann man auch sagen, okay, die anderen, also wir
Steuerzahler haben ein Solidarsystem in Deutschland. Das funktioniert im Gesundheitssystem, das funktioniert in der Alterspyramide und das greift natürlich auch da. Wir haben jahrelang, jahrzehntelang, haben wir den MIV subventioniert. Wir haben 1000 Autobahnen gebaut, die sicherlich auf manchen Strecken Sinn machen und gut sind, die Städte entlastet haben, aber wir haben einen Abdeckungsgrad, der einfach suffizient ausreichend ist. Da braucht man nicht mehr was auszubauen, das kann man verbessern, man kann kleine Teilstücke ergänzen, aber letztendlich ist es so, dass wir da am Punkt sind, wo wir auch das ökologische Umdenken, da sind wir wieder ökosozial, in die Zukunft schauen müssen, weil Spritpreise werden steigen, das kann man ganz leicht ausrechnen, da muss man nicht viel Zeitung lesen, da stolpert man schon drüber. Und wir sind auch an Einnahmegrenzen. Unser Gesamteinkommen steigt nicht mehr so, dass sich alle Autos leisten werden können, weil die auch immer teurer und größer geworden sind. Da muss ein Umdenken her. Und bevor das System zusammenbricht, haben wir gesagt, müssen wir zukunftsorientierte Modelle haben. Und wer, sage ich jetzt mal, Familien, sagen ja immer, wir müssen für die Familien da sein. Und für die Familien da sein, das ist die Zukunft. Und die Zukunft heißt Umdenken. Auf Elektroautos, auf Carsharing und auf solche Konzepte sich verändern, um halt zukunftsfähig zu sein. Das heißt, die Bequemlichkeit, die wir jetzt haben, wird so in der Form nicht mehr da sein. Wenn wir aber rechtzeitig anfangen, das zu reduzieren, diesen MIV, und uns ein gemeinsames System zu entwickeln, dann wird es auch für alle möglich sein, dass diese Bequemlichkeit im großen Grad weiterzubehalten. Ich möchte noch so ein bisschen mal darauf eingehen, auf die Ist-Situation, wie man sich das anschaut, wie es jetzt ist, warum eine Veränderung aus vielerlei Gründen vielleicht auch solidarisch und sozial ist. Auf den sozialen Aspekt nur mal ein ganz klein bisschen, das ist mein Hauptanliegen, du weißt. Ja. Wenn man sich jetzt anschaut, das Problem, dass Menschen auf den öffentlichen Personennahverkehr angewiesen sind, um überhaupt mobil zu sein in so einer weitläufigen Stadt wie Berlin und sich das normale Fahrscheinsystem gar nicht leisten können, dann werden Menschen heutzutage hier in Berlin, in dieser Stadt, jeden Monat aufs Neue, jeden Tag fast, mit Kriminalverfahren überzogen. Ja. Das ist eigentlich eine ganze, das Schwarzfahren ist eine Sache, die bei uns kriminalisiert ist. Ja? Und es trifft nicht die Menschen, die sich diese Leistung erschleichen und besonders trickreich irgendwie sagen, so, wir gucken jetzt, dass wir jetzt mitfahren können im öffentlichen Nahverkehr und bezahlen nicht, weil wir möchten den Staat schädigen, wir möchten die Bürger schädigen, sondern das sind Menschen, die können sich das nicht leisten, weil sie wirklich auch oft sehr krank sind. Suchtproblematiken etc. betrifft sehr viele Menschen, die eben schwarz fahren. Und die kommen auch heutzutage noch in Berlin ins Gefängnis. Ja. Wegen Schwarzfahren. Das muss man sich vorstellen. Das ist eigentlich ein Skandal. Das ist ein Skandal und da haben wir uns natürlich auch Gedanken drüber gemacht. Und weil dieser soziale Aspekt, deshalb halt auch ökosozial, ist nicht nur quasi so auf Familien, sondern auf alle bezogen. Deshalb betone ich auch immer, Barrierefreiheit für alle. Wir wollen eine Entkriminalisierung der Schwarzfahrer, weil wenn wir ein ticketloses, fahrscheinloses System haben, braucht ja niemand mehr einen Fahrschein und jeder, der ein öffentliches Verkehrsmittel benutzen möchte oder ein Fahrrad, der sollte das so tun können. Das wird halt über Steuern finanziert und absurderweise ist es ja so, dass diese Schwarzfahrer, wenn sie das Geld nicht zahlen können, aus den Gründen, die du auch nanntest, dann Kosten zwischen 110 und 150 Euro am Tag produzieren, die Gerichte endlos beschäftigen, die viel andere, wichtigere Sachen zu tun hätten, zum Beispiel Wirtschaftskriminalität überprüfen. Und dann halt die Gefängnisse auch deutlich entlastet würden und das würde den Steuerzahler auch günstiger kommen. Mhm. Wir haben auch jetzt Berechnungen, die kann ich noch nichts zu sagen, die sind noch nicht verifiziert, aber das ist ein ganz, ganz großer Kostenfaktor. Ja. Also das Abgeordnetenhaus, unsere Piratenfraktion, ist da ja auch sehr aktiv, was den Punkt betrifft. Und es gibt, soweit ich es jetzt mitbekommen habe, sogar eine Initiative für den Bundesrat, um diesen Erschleichen von Leistungen, Schwarzfahrerparagraphen 263a StGB abzuschaffen. Ja, das ist richtig. Mhm. Die haben also eine Eingabe, eine Petition, wollen sie einreichen und sie wissen, dass sie wohl abgelehnt werden wird, aber es wird ins öffentliche Bewusstsein kommen, weil mit vielen Leuten, mit denen ich auch gesprochen habe, die wussten das gar nicht und die wissen auch nicht um diese Nebenkosten, die dieser
Effekt produziert, des kontrolliert Werdens. Und diese Entkriminalisierung finde ich persönlich eben auch ganz wichtig. Dann habe ich mit dem VDV gesprochen, also dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Und die haben gesagt, letztendlich, ihnen wäre es auch recht, es würde für sie dann viele Dinge auch vereinfachen, weil die müssen sich auch mit einem ganzen Stab von Mitarbeitern um diese Dinge kümmern. Und es ist für sie eigentlich auch unsinnig. Das macht rechnerisch überhaupt keinen Sinn. Es kostet viel mehr, als sie dann wieder an Einnahmen reinbekommen würden. Und so gesehen ist es ein Grund, ein großer Grund mehr, den fahrscheinlosen Verkehr einzuführen, weil er eben sozialer ist, weil er entkriminalisiert und eben diese Barrierefreiheit für alle Menschen ermöglicht. Ach ja, und dann zur Finanzierung habe ich noch zwei wichtige Sachen vergessen. Ja, okay. Ich habe es gerade reflektiert. Ein Punkt zum Beispiel ist die Transportsteuer. Das haben die Franzosen eingeführt, halte ich für eine ganz hervorragende Idee. Die sind nämlich hingegangen und haben gesagt, okay, in den Großstädten sind die Innenstädte ganz besonders schwer belastet. Die Franzosen haben in den 60er Jahren die Straßenbahn abgeschafft. Die haben einen Verkehrsinfarkt gehabt und Straßburg war eine der ersten Städte, die halt wieder diese Innenstadtstraßenbahn aufgebaut haben. Stadtbahnen jetzt meistens oder Light Rail, wie man es dann Englisch nennt, leichte Eisenbahn. Und das hat so einen großen Erfolg, dass 12 französische Städte das jetzt schon haben. Wie machen die das finanztechnisch? Die haben eine Transportsteuer eingeführt von 1,75% des Bruttolohns, des Arbeitgeberbruttos. Und dann hatten dann zunächst gesagt, das wird die Arbeitgeber nicht freuen. Die meisten fanden es richtig gut, als die Bahnen eröffnet wurden und die alle ein Ticket bekommen haben, weil nämlich die Arbeitnehmer ganz stressfrei in die Firma gekommen sind. Die brauchten dann auch für ihr Ticket nicht zu bezahlen. Und dann hat sich der Effekt eingestellt, dass andere Städte gesagt haben, hier, wir wollen auch das einführen. Und dann ist das ein Eigenläufer geworden, in mehreren Ländern jetzt schon. Zumal es ja auch so ist, dass auch heute schon, denke ich mir, so große Arbeitnehmer in Berlin eigentlich die Jobtickets bezahlen, die sich dann nicht Jobticket nennen, sondern die es einfach auf den Lohn umschlagen und sagen, okay, das ist für die Nutzung, kauft ihr davon eine Umweltkarte, ja? Genau. Das machen schon viele und wenn man das wirklich verpflichtend einführt für Unternehmen ab einer bestimmten Arbeitnehmergröße, denke ich, das ist schon eine solidarische Geschichte. Das kommt den Arbeitgebern nun auch zugute, wenn die Menschen gut zur Arbeit kommen. Genau, es ist zuverlässig. Die brauchen keinen Parkraum mehr zur Verfügung stellen, was ja auch ein Kostenfaktor ist. Bei großen Firmen, die müssen Parkhäuser oder Parkplätze kaufen bei den Gemeinden. Das fällt flach und das Geld kann in den Ausbau des ÖPNV gesteckt werden. Und die Leute wissen, wir haben eine Taktfolge von 3, 4, 5 Minuten in den französischen Städten, zum Teil in den schönen historischen Innenstädten ohne Oberleitung. Das geht heute mit einer modernen Straßenbahn. Das sieht toll aus. Es funktioniert gut und alle sind angetan. Die Einzelhandelsumsätze in den einzelnen Branchen sind alle angestiegen. Das ist faszinierend. Die sind alle echt begeistert. Das kann man überprüfen. Und das ist also eine geniale Idee, finde ich. Und das würde ich gerne mit einbauen. Da kann man über die Höhe der Bruttosteuer dann noch diskutieren. Aber ein kleiner Beitrag, denke ich, werden auch hier die großen Unternehmen gerne bereit sein zu zahlen. Zumal die dann auch im Social Ranking als guter Arbeitgeber Vorbildcharakter haben und das dann in ihre Werbestruktur mit einbauen können. Das darf man ja auch nicht vergessen, dass diese Aspekte halt für ein großes Unternehmen ganz wichtig sind. Und kleine Unternehmen unter 10 Mitarbeitern könnte man zum Beispiel zur Entlastung davon ausnehmen, damit die halt nicht so stark belastet werden. Und ich denke, das Social Ranking für Berlin wäre natürlich auch ganz toll, wenn wir ein solches ökosoziales Projekt irgendwie initiieren würden. Ja. Wenn man sich gerade anguckt, Berlin und Verkehrspolitik, da denkt doch jeder direkt an BER-Debakel und so weiter. Ja. Das würde der Politik und der Stadt und Berlin sicher gut tun. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke auch, dass das, glaube ich, schon trotz der Grundsteuer B-Sache, wo manche Bürger erstmal sagen, wenn man es nicht versteht, das könnte schwierig werden. Aber wenn man das wirklich zusammenpackt, wir haben übrigens hier so einen schönen Flyer gemacht. Ah, genau. Den, vielleicht zeigst du den mal eben so. Der ist, also ich bin ganz stolz drauf, haben wir im Team gemacht. Ist eine ganz feine Sache. Da stehen auch die wichtigsten Finanzierungspunkte und Einsparpunkte mit drauf. Und da sind die Grundideen drin.
Ich denke, das würde Berlin gut tun. Also mir haben zum Beispiel ein paar Leute gesagt, Berlin Stadt der Zukunft könnte doch ein CDU-Spruch sein. Habe ich gesagt, ich sehe das mal als Kompliment. Da muss man die CDU nicht gut finden, aber wenn es so breite Massen anspricht, dann kann es ja nicht verkehrt sein. Und immerhin haben die CDU viele Wähler, dass da andere Inhalte hinterstecken. Das kann man den Leuten dann ja noch beibringen, aber die Aufmerksamkeit ist erstmal da. Und wir haben schon viele, ich habe sie auf der Straße bei uns im Kiez schon verteilt und ich habe schon viele tolle Diskussionen dadurch gehabt. Also ich glaube, du hast das genau richtig gesagt. Also wenn du das den Menschen nahe bringst, dann sind sie dafür, weil letztendlich profitieren wir ja alle davon. Wir haben Angst vor Veränderung, obwohl diese Veränderung uns allen was bringen würde. Ich kann mir sogar vorstellen, dass der Vandalismus beim öffentlichen Nahverkehr auch abnehmen würde. Weil jetzt geht es immer, ach, gegen die BVG und gegen, beschmieren wir mal eure Autos, eure Straßenbahn, eure Busse und sonst was. Aber wenn es mehr impliziert ist, das ist unser Bus, unsere Straßenbahn, das ist für unser Berlin, dann kann ich mir sogar vorstellen, dass die Menschen auch sinnvoller mit ihrem öffentlichen Personennahverkehr umgehen, weil es ihrs ist. Also absolut. Wir hatten ja beim letzten Squad-Treffen auch die verrückte Idee zu sagen, ja, und wenn wir das dann wirklich umsetzen, dann können wir auch sagen, jeder Berliner kriegt einen Anteilsschein, wenn das auch einfach nur eine Geste ist. So nach dem Motto, ich bin Berliner, ich bin Berlinerin und jeder, auch die kleinen Knirpse, kriegen dann so einen Zettel, mir gehört die BVG zu so und so viel Prozent auf die Einwohner umgerechnet und man kriegt jedes Jahr ein neues Zettelchen. Als ist es sicherlich eine Marketing-Sache, aber es soll ja auch das Bewusstsein des Wir. Das gehört uns, das ist für uns und das ist gut für uns. Weil dieser Vandalismus ist ja auch eine soziale Sache und wir wollen ja mit dem Umbau der ökosozialen Stadt letztendlich auch ein soziales Bewusstsein schaffen, was den Skandinaviern oft schon gelungen ist. Da ist der Vandalismus gesunken. Die haben zwar noch keinen Fahrschein los, aber die haben diese sozialen Konzepte schon gut integriert. Und wenn ich jetzt überlege, dass in Berlin die Diskussion aktuell, die Diskussion ist, die S-Bahn teilzuprivatisieren, dann ist das doch unseren Ideen diametral entgegen. Ja, und leider habe ich unser Grundsatzprogramm durchgelesen oder Berliner Programm vielmehr und da steht noch drin, dass eine Teilprivatisierung nicht unbedingt abzulehnen ist. Das heißt, es ist unsere Aufgabe jetzt vom SWOT und alle, die sich dafür interessieren, zu sagen, okay, das wollen wir nicht. Wir wissen, dass in anderen Ländern diese Teilprivatisierung zum Teil ganz kräftig daneben gegangen ist. Wir alle kennen das Problem der Wasserbetriebe und was das für Kosten für den Steuerzahler bedeutet. Und genau das ist unser Ansatzpunkt, dass wir sagen, solche Dinge, die Grundbedürfnisse der Menschen gehören nicht in die Hände von privaten Unternehmen. Teilprivatisierungen sind abzulehnen. Das müssen wir aber natürlich demokratisch, wie wir bei Piraten sind, über eine Liquid-INI absegnen. Und dann müssen wir das Ergebnis abwarten, um einfach zu sehen, wir wollen ja alle mitnehmen. Wir wollen ja niemand über den Kopf scheren und sagen, du musst das jetzt so und so, weil das vernünftig ist. Unsere Argumente müssen überzeugen. Und wir müssen das so darbringen, dass jeder davon sagt, Mensch, wow, das ist genau das, was wir brauchen. Und dann arbeiten wir. Super. Ich weiß nicht, gibt es noch irgendwelche Dinge, die du hinzufügen möchtest, was dir noch ganz auf der Seele brennt, was du vielleicht jetzt in dem Gespräch vermisst hast? Man könnte jetzt natürlich, wir haben das jetzt grob umrissen, man könnte natürlich noch in viele Details reingehen. Die Finanzierungssachen, da kann man, sagte ich schon, mit Liquidität, mit Inikont noch, kann man mitspielen. Man kann verschiedene Aspekte da einbauen, man kann viele verschiedene Sachen dann quasi bewerten und nach Region dann halt verschieben und natürlich diese Verknüpfung, Shared Spaces haben wir zum Beispiel noch nicht gesagt, Shared Spaces könnte ein Modell sein, dass man zum Beispiel sagt, bestimmte Innenstadträume werden einheitlich gestaltet, keine Unterscheidung Straße, Bürgersteig und sonst was und jeder Verkehrsteilnehmer, egal welcher, ob ein Kind auf dem Dreirad, ob ein Erwachsener, ein Auto, ein Bus, hat die gleichen Rechte, das heißt, jeder muss auf jeden Rücksicht nehmen. In Österreich gibt es Modellversuche, in Graz gibt es einen Platz, einen Innenstadtplatz, wo die das ausprobiert haben und alle Gegner haben gesagt, oh, das wird eine Katastrophe, Unfälle und es funktioniert wunderbar. Es macht ein bisschen Slowdown-Motion, wie man so schön Englisch sagt, also es verlangsamt sich, man rast nicht mehr über so einen Platz, aber es schärft ja das Bewusstsein und auf einmal sind die Geschäfte drumherum wieder belebter, die Menschen gehen wieder gerne mehr auf die Straße und nehmen nicht für jede kurze Strecke was Motorisiertes. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die auch ein wichtiges Element sein kann.
Und dann wollte ich noch sagen, warum 40 Euro? Das ist vielleicht auch nochmal, um den Leuten klarzumachen, warum wir Reserven brauchen. Es gibt ja Hasselt. Hasselt hat 1997 den öffentlichen Nahverkehr kostenlos für die Leute eingeführt, also für die Touristen, aber für die Bürger natürlich umlagefinanziert. Wir vermeiden das Wort kostenlos, weil das produziert Kosten. Wir wollen fahrscheinlos. Genau, fahrscheinlos. Und wir wollen ja auch, und das ist das andere, wir wollen ja auch die Mitarbeiter anständig bezahlen. Wir wollen ja nicht, das ist auch noch ein ganz wichtiger sozialer Aspekt, wir wollen keine Dumpinglöhne, um das dann halt für alle billiger zu machen. Aber wenn jeder so argumentiert, haben wir nachher alle Minilöhne und sind in prekären Beschäftigungen und kein Mensch hat was davon. Und ich denke, die BVG hat schon sehr viel outgesourced. Es gibt da prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Ich glaube, die ganzen Kontrolleure sind auch alle, oder Sicherheitsdienste, das sind alles prekäre Beschäftigungsverhältnisse im Ist-Zustand. Und das sollte man doch auch im Auge haben. Ich habe mal recherchiert, also das habe ich mir nämlich auch gedacht. Die BVG sagt jetzt vollmundig, ja, wir zahlen jetzt auch die outgesourcten Verträge, die sie direkt im Haus haben, werden ja angeglichen, sodass dann wieder eine Gehaltsstufe hergestellt wird, mehr oder weniger, mit kleinen Unterschieden. Aber sie haben das komplette Sicherheitsschiene outgesourced. Und das heißt, die Leute verdienen, wenn sie in Ost-Berlin, sage ich jetzt mal bewusst so, auch eingesetzt werden, 7,01 €, das ist nämlich der Mindestlohn der Sicherheitsbranche, also werden sie alle über Ost-Berlin eingestellt. Das heißt, die Firmen sind alle im Ostteil der Stadt und 7,01 € liegt einfach unter dem Hartz-IV-Satz und die meisten Frauen und Männer, die da drin arbeiten, müssen 200 Stunden im Monat arbeiten. Das kann ich sowieso nicht verstehen, wie das überhaupt eine Regierung, Landesregierung oder Bundesregierung zulassen kann. Das ist eine 6-Tage-Woche, zum Teil dann halt auch hochgeschoben auf 10-12-Stunden-Schichten. Also das wollen wir auf jeden Fall nicht. Deshalb ist es halt wichtig, dass wir Reserven haben bei den Geldern und dass wir auch sagen, okay, wenn wir den ÖPNV fahrscheinlos machen, dann ist der nächste Effekt ja, dass alle erstmal das ausprobieren wollen. Die Busse, Bahnen und so werden rammelvoll sein und wir müssen darauf vorbereitet sein. Das heißt, wir müssen im Vorfeld sagen, wir wollen das ab 2020 beispielsweise und dann müssen wir 3 Jahre vorher schon sagen, wir bauen das Netz so aus, dass wir mehr Rollmaterial, mehr Fahrer und Fahrerinnen haben und dass wir sagen können, wenn das startet, sind wir vorbereitet. Weil nichts ist schlimmer, als wenn wir damit anfangen und alle probieren es aus und sagen dann, oh mein Gott, das ist so voll, der Verkehr ist zusammengebrochen, nichts geht's mehr, ich will dafür nicht zahlen, ich will die Partei nicht, die das eingeführt hat und ich will wieder mein Auto haben. Und genau das, wenn man das klug angeht, müssen wir Jahre im Voraus da planen und sowas zu verhindern wissen, damit es funktioniert. Und das ist eben der Punkt, weshalb ich sage, ich setze die Summe lieber etwas höher an, baue eine Reserve aus, investiere ins Netz und in Menschen, damit wir halt vorbereitet sind und damit es auch gut funktioniert. Wir wollen ja auch nachhaltige Konzepte entwickeln. Ja, und Piraten denken an die Zukunft und ja, wir sind so optimistisch. Ja, das finde ich auch. Also ich finde das einen ganz wichtigen Aspekt, dass wir halt für die Zukunft gewappnet sind und das hört sich für manche jetzt wenig konkret an, aber wer Interesse hat, kann zum Beispiel auch zu unserem Squad kommen, kann gerne dazu beitragen und wir wissen es von einigen klugen Piratenfrauen und Männern, die wie wir auch dann sagen, wir müssen gemeinsam an der Zukunft arbeiten und es geht nur, wenn wir alle mitmachen, wenn wir uns einbringen und das funktioniert nicht, wenn wir nur rumtrollen und deshalb arbeiten wir an konkreten Sachen und an konkreten Punkten, die wir für realistisch genug halten, die zumindest in großen Zügen zu erreichen und dann halt über Netzausbau und sonst sowas da ranzukommen. Jetzt gucke ich, ob ich noch mal was in der Zusammenfassung vergessen habe, weil ich habe dann auch noch mal gesagt, hier, das habe ich nämlich da ganz schön mal zusammengefasst, unsere Ziele sind halt einmal eine höhere Lebensqualität durch weniger Lärm, weniger Abgase und Ressourcenbündelung, um das noch mal zusammenzufassen, also motorisierter Individualverkehr vermindern, mehr Sicherheit und weniger Unfälle, ein gesünderes, entspannteres Leben durch mehr Aufenthaltsqualität, urbane Aufenthaltsqualität. Genau, noch eine wichtige Sache, die Stärkung des Quartiersmanagements in den Stadtteilen. Wir wollen ja auch Bürgerbeteiligung und das läuft über die BVV, über Liquid und so. Und da wollen wir halt auch kiezgerecht die Bürger beteiligen und dann sagen,
was wollt ihr? Das kann ja in jedem Kiez unterschiedlich sein. Was wollt ihr hier? Wollt ihr da eine Fahrradstation? Wollt ihr Rollatoren? Wollt ihr irgendeine verrückte andere Kombination? Und das kann man ja auch ruhig runterbrechen auf kleinteilige Bereiche, sodass man eine bunte Vielfalt je nach Kiez hat und nach Bewohnern. Die Bewohner haben ja unterschiedliche Bedürfnisse. Ne? Und wir haben weniger Kosten für Bau, Unterhalt von Ampeln, Verkehrsschildern, natürlich auch weniger Kosten für den Straßenausbau. Ne? Wir haben eine Umsatzsteigerung im Einzelhandel durch Einsparung, wenn man keine Parkplatzgebühren bezahlt und keinen Spritkosten hat und vielleicht gar nicht mehr so viele Autos in der Familie hat, dann kann man das Geld auch im Einzelhandel ausgeben oder in der Gastronomie. Zum Beispiel. Ne? Und natürlich, die Umwelt wird geschont. Wir haben weniger Verbrennung von fossilen Energien und diese Sachen. Und das spielt halt schon eine große Rolle. Und das ist im Grunde genommen so die wichtigsten Sachen, die dafür sprechen. Ich habe allerdings dann auch nochmal, hatten wir eben im Gespräch, die politischen Steuerungselemente. Wo können wir als Piraten konkret da was machen? Ich fasse das jetzt hier auch nochmal zusammen, weil wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit. In Berlin zum Beispiel eine stärkere Forderung, hatte ich gerade schon gesagt, des Stadtquartiermanagements, dass man sagt, das war eine tolle Idee, das hat große Erfolge gehabt und jetzt wird es eingespart. Es funktioniert ja, aber es ist lästig und deshalb soll es weg, muss man einfach mal so zusammenfassen. Das möchte ich gerne wieder stärken. E-Autos, die steuerliche Förderung ist wunderbar, ist diese Woche vom Bundestag verabschiedet worden, 10 Jahre steuerfrei. Mhm. Carsharing, Förderung, sind ja Privatunternehmen, Förderung unserer Meinung nach nur, wenn Hybridautos, Brennstoffzelle oder E-Auto, alle anderen müssen normalen Steuersatz bezahlen und müssen auch den Stellraum in der öffentlichen Hand bezahlen, weil sonst ist es eine zu große Subventionierung. Dann die Förderung von Fahrradstationen. Es gibt das Kopenhagener Modell, hatte ich ja schon gesagt, es gibt das Wiener Modell, da ist die erste Stunde kostenlos. Und die zweite Stunde kostet dann 1 Euro. Das ist die meisten Fahrten, nämlich 90% sind unter einer Stunde. Das heißt, für die meisten ist es kostenlos und das ist wunderbar. Open Data war auch noch ein Punkt, haben wir noch nicht so besprochen. Kostenlose Bereitstellung der Daten für der großen Verkehrsbetriebe, für Kleinunternehmen, damit die dann intelligente Vernetzungssachen anbieten können und der Kunde dann nachschauen kann, oh, da die Tram fällt aus, wie komme ich denn auf einer anderen Strecke hin, habe ich da auch eine Fahrradstation, kriege ich da auch ein E-Auto und dass diese Sachen einfach dann genutzt werden können. Dann keine Privatisierung vom ÖPNV, haben wir schon darüber gesprochen. Die komplette rechtzeitige Offenlegung von Bauplänen mit Bürgerbeteiligung, ich glaube, das ist in Berlin, du sagtest das mit BER, ein großes Problem, dass der Parteienfilz hier lange Jahre unmöglich gemacht hat, dass Bürger überhaupt eine Ahnung haben, was auf sie zukommt. Und in Norwegen zum Beispiel gibt es das Modell, dass sämtliche Baupläne von Anfang an mit der Öffentlichkeit besprochen werden. Und ich war fasziniert, sie haben 0,0% Widerspruch gehabt. Weil die Bürger sich von Anfang an informiert gefühlt haben und gesagt haben, naja, da fährt eine Straßenbahn, die macht ein bisschen Krach. Aber ich kriege ja dann meine Lärmschutzfenster bezahlt, die haben mich aufgeklärt. Und eigentlich ist das ja ein tolles Verkehrsmittel und die haben halt auch mehr ökologisches Bewusstsein. Ne? Dann natürlich eine gute Kooperation mit Stadtplanung, Umweltplanung, Universitäten. Da haben wir viele junge Menschen, die tolle Ideen haben, die man besser einbeziehen könnte. Gesundheitssektor wird entlastet und zum Schluss nochmal ein unangenehmes Thema, eine höhere Belastung für Autofahrer in Regionen, wo der ÖPNV gut erschlossen ist, Gegend, wo man gut erschlossen ist, während eine Entlastung erfolgen sollte in Regionen, wo die Autofahrer ihr Auto brauchen, um zur Arbeit zu kommen, um soziale Teilhabe zu haben. Das ist halt auch nochmal, was man dann halt sagen muss. Ich denke, jetzt haben wir dann aber da die wichtigen Themen durch, außer jetzt, wenn du meinst, dass wir das noch mit dazu nehmen könnten? Ach nee, ich denke, es reicht für heute. Bitte? Was sagst du, Micha? Macht, was ihr wollt. Ja. Also dann nehmen wir die 4 Pünktchen noch dazu. Erzähl. Okay, wir haben kritische Punkte, die die Umsetzung erschweren könnten, habe ich mir nämlich neulich in der Diskussion, haben die sich ergeben. Dann habe ich gesagt, die schreibst du mal auf, das ist gute Sache.
ganz wichtig ist, der Staat hat vorläufig natürlich nur ein geringes Interesse an einer Verminderung der Einnahmen durch die Benzinsteuer. Das heißt also, die Bundesregierung, die ja die Spritsteuer einnimmt, die wird nicht wirklich daran interessiert sein, allzu schnell das zu ändern. Zumal ja die Elektroautos jetzt oder die E-Autos auch steuerbefreit werden. Das heißt, es ist ein Einnahmeverlust für den Staat und den wird er versuchen zu verhindern. Zweiter Punkt, Lobbyismus der Großkonzerne. Mit halbherzigen E-Auto-Entwürfen verhindert, wird da eine notwendige technische Innovation verhindert oder eben verlangsamt. Das ist halt eine sehr dumme Sache und sollte nicht passieren. Dann, da haben wir auch in vielen anderen Themen ja diskutiert, Legislaturperiodendenken. Ganz schwierig, Verkehrsplanung ist eine langfristige Planung und dieses kurzfristige Denken verhindert planerische und nachhaltige Weitsicht, Zukunftsplanung dringend notwendig über 10, 15 Jahresplanung, die wir zwar haben, die aber trotzdem letztendlich nur eine Proforma-Sache ist, weil sie dann irgendwo nach hinten geschoben wird. Und ein Gutachter stellt dann so einen Plan und dann ist er in der Schublade. Und das Letzte, wir brauchen, Wiederholung auch, aber das Umdenken auf ökologische, soziale und nachhaltige Entwicklung, weil nämlich das kurzfristige Shareholder-Value, also das Aktiengewinndenken, das ist die Strategie neoliberaler Führungskräfte, letztendlich das gesamte Entwicklungspotenzial verschmälert oder gar zu verhindern versucht. Und das wollen wir gar nicht. Wir wollen in die Zukunft gemeinsam, barrierefrei und bezahlbar. Das war ein schönes Schlusswort, finde ich. Ja? Ja, vielen Dank dann und vielen Dank an Therese. Danke dir, Michael. Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wir sind gerne für Rückfragen im Squad erreichbar, steht im Wiki drin unter ökosozialer Stadtumbau, also ÖPNV Berlin. Und ÖPNV, ökosoziales Projekt Berlin. Okay, ja, genau, das ist jetzt, finde ich, auch durcheinander gekommen. Könnt ihr nachschauen, ansonsten, wir haben den Flyer und wir sind jederzeit irgendwo erreichbar. Ja, vielen Dank. Danke.